Okay, der Geist So, heißt was haben wir Arrow Miller. Muskelpriester heute angerichtet? Machen wir Kellen ein Foto Miller. von dem. Okay, das können wir eigentlich alles machen, was wir hier als Ja, Ziele haben. ich nehme den Sensor, ne? Denn ich nehme den EMF wieder mit, eine starke Taschenlampe und das Buch nehme ich wieder mit. Ja. Wir Ich können nehme wir eigentlich immer erstmal. dasselbe mit, ne? Taschenlampe, Gefrierdingsbums und Salz. Ah, unser Lieblingshaus, ne? Wie oft war es schon besessen? Warte, ich gehe rein, ich gehe vor dem. Unser erster Geist war einfach hier um die Ecke direkt, ne? Ja. Ja, aber der war auch gut, sitzt einfach im Bett. Ich stand einfach hier, ne? Ich stand hier, hab so gemacht, mal ganz kurz, auf einmal kam der Geist und Der hab war nicht erfreut. einfach den Geist geteabaggt, ganz kurz. Ich glaube, das hat er nicht so gut gefunden, aber er hat auch nicht gehandelt, deswegen. 13 Grad, das hat ihm vielleicht gefallen. Wer weiß, was das für ein perverser Mensch in der Vergangenheit war. Oh ja. Ey, ich hoffe, dass er nicht wieder im Keller ist. Das wäre nämlich extrem so komisch, wenn er schon wieder im Keller wäre. Einfach in dem kleinen Raum hier hinten und das wäre einfach. Badezimmer ist negativ. Ich hatte kurz 13 Grad, aber es hatte. Oder der ist in der Küche, das kann natürlich auch sein. Ich mach wieder den Fernseher ein. Verläuft nichts. Da ist der schon wieder unten 13, in der verdammten Keller drin. 14, 14, 16, Der kann bloß wieder im Keller sein, eigentlich. Das 14, gibt es nicht. Garage. Richtung Geist, gib Garage. uns ein Zeichen. Hast du hier Licht angemacht? Nein. Also immer auf 12? dem Boden gucken nach einem Knochen oder. Hier ist ein Knochen. Er ist in der Küche. Hier ist gerade geflackert. Hier hat gerade das Licht Ach stimmt, geflackert. hier ist der Knochen. Der Knochen bewegt sich gerade richtig lustig. Guck mal. Bei mir Siehst du das nicht. auch? Nee. Bei mir backt der Du gerade hast völlig rum. hier in den Raum nicht das Licht. Ja, zwei hier. Ja, ich werf mal meinen 10. 10 Grad. Jetzt ist es wieder weg. Hier, 9. Warte, ich schmeiß meinen 11, EMF wieder hier unten hin. 6, Das 5, Buch auch 7. gleich mal hier hin. Also, er ist hier. Wie heißt er nochmal? Carol Miller oder so? Kevin Miller, oder? Carol Miller, kannst du für uns ins Buch reinschreiben? Ich gehe mal die erste Kamera kurz holen, ne? Ja, ich komme mit. Ich habe hier volles Inventarplatz frei. Ich habe nur eine Taschenlampe. Wir können eigentlich wieder zwei Kameras aufstellen. Das ist ja. Die hantet! Ich habe halt einfach einen YouTuber gesehen, der wurde einfach von draußen gekillt. Der stand einfach draußen, so direkt daneben und wurde einfach getötet. Ich nehme eine Fotokamera. Was Brauchen wir scheinbar. noch das Thermometer? Wir müssen damit Ey, ich irgendwas war mit dem doch gerade bei Thermometer. 9 Grad. Ist eins drinne. Ich nehme meine zweite Fotokamera noch mit und nehme mal hier die Kamera noch mit. Ich habe eine normale Kamera und eine Fotokamera, ne? Also das EMF ist einfach, ist gerade nur auf 2 hochgegangen, also. Ja, ich hatte aber 9 Grad da drin, also. Vielleicht muss es aber nochmal passieren, dass er das auch annimmt oder so, ich weiß ja auch nicht. Ich stelle den mal hier auf die Kamera, mit Blickwinkel da rein. Oh, der ist irgendwo Oh! hier. Der Alter. gehandelt. Ich hab's gerade gesehen. Die war gerade neben mir, oder? Ja, die stand da hinten gerade, da wo ich Oh, das Salz jedes hab. Mal mache ich beim Lichtschalter ein Foto, Warte mal ne? ganz kurz. EMF4 ist gerade aktiv. Meinst du, die Kamerastelle ist gut? Geht das nicht auf 5 hoch? Ach, warte mal, ich mach mal was vom Knochen hier. Oh, guck mal hier. Zweimal auf einmal. Zwei mit einer Klappe. Ich kann den scheiß Knochen nicht aufnehmen. So, jetzt habe ich ihn. Ich habe auch zwei Fotos gemacht davon. Also alles gut. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Die war ja neben mir direkt. Ich gehe mal kurz wegen Geisterorbs gucken. Okay. Aber die hat kurz wirklich gehandelt, ne? Also. Ja, manchmal sind noch Lichtschalterbilder. Achso, vielleicht sollten wir mal. Ich glaube, ich nehme mal die Fingerabdrücke mit, weil die hat ja definitiv das Licht ausgemacht einmal. Wir haben einmal Knochen, aber die Fußspuren sind in letzter Zeit nicht mehr, ne? Zweimal den Lichtschalter fotografieren. Mann, bin ich gut. Sieht man Geister, ob es eigentlich wirklich, wenn das Licht an ist? Ja. Ich habe es halt bisher nur bei der Nachtsicht gesehen, die Geister-Orbs, aber das.
Wollen wir da mal reingehen, das Licht ausmachen? Ah, das Licht ist hat sie. ausgegangen. Warte, ich mach mal die Kameraperspektive wechseln hier. Oh, ups. Unsere beiden Kameras stehen schon mal gut. Also, Geisterorb scheint es wohl nicht zu sein. Nee. Gruppe oder Gruppe alleine? Das ist einfach immer eine Gruppe. Auch wieder ein Gruppengeist? Ja. Warum ist deine Sanity runtergegangen, aber meine nicht? Ich stand doch neben der. Ich wollte eigentlich gerade hier Foto machen, aber irgendwie doch nicht. Ey, ich war gerade bei der Kamera aufstehen, das ist das Schlimmste, ne? Wenn du plötzlich deinen Herzschlag hörst, bist du hinter mir. Ja. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit Miller. Dein Thermofix ist da drin an. Wo bist du? Wo sind die Lichtschalter eigentlich? Was ist das auf 5 schon? Ja, ja. EMF 5. Wo bist du? Wir haben gerade EMF 5 gehabt. Das ist der erste Clue auf jeden Fall. Ja, bleib hier. Du musst das reintun. So EMF 5 hat. Bist du hier? Wurdest du gestatmarmt? Das sind jetzt gerade in dem Raum da drin eingegangen auf jeden Fall. Ja, hier. Aber dieses Aber das ist ganz weit da. Wo steckst du? Bist du hinter mir? Wir haben jetzt unter 8 Grad, also unter 10 Grad auf jeden Fall. Das hatte ich auch ganze Zeit. Wo steckst du? Geist, schreib mir das Buch rein, bitte. Bitte. Karen Müller. Bist du hier? Oh! Buch. Hey, das hat echt gemacht. Warte, ich mach ein Foto. Warte mal, wir haben jetzt Gefrier? Nee, nicht wir Gefrier. Wir haben EMF 5 und Buch. EMF Buch. Es kann Revenant Shade oder Odi wieder mal sein. Also haben wir jetzt noch Geisterbox. Fingerabdrücke und Geisterorb, ne? Ja. Ah, wir müssen noch räuchern. Ja. Wie viel Platz hast du noch in deinem Inventar? Gar nicht mehr. Hat das jetzt geklappt mit der Gefriertemperatur? Wir denken. Ja. Ich habe Feuerzeug dabei. Ich nehme mal den Hotdog hier mit. Das ist kein Hotdog, das ist immer noch der Geisterburrito. Burrito so rum. Ey, ich finde einfach dieses Wort geil, Geisterburrito. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geguckt. Kevin Miller, bist du hier? Ich check hier, das liegt da unten durch. Ich habe immer hier die Fingerabdrücke nochmal hier. Wenn ich dann der Tür habe, hat sich die Tür eigentlich einmal zugemacht? Ich werfe auch hier an. Ey, mein Burrito! Schade, dass im Buch eigentlich keine Fingerabdrücke sind, weil das müsste eigentlich aussehen, wenn ich den Stift in der Hand halte. Wo steckst du? Also muss eigentlich die Spirit Box hier. Hast du die noch? Hast du ja. Die noch? Wo? Wo bist du? Hier sind aber keine Fingerabdrücke auf dem. Bist du hier? Ey Geist, zusammen Fernsehen gucken oder wie? Bist du hier? Zwei haben wir. Bist du hier drin? Wir haben eine 4 wieder. Ich hol mal die Fotokamera. 5? Wir haben 5 gerade. 5 haben wir gerade. Ich habe keine Fotokamera dabei, ich habe nur Feuerzeug. Ich habe Fotokamera dabei, falls du jetzt auch noch der Geist. Hast du das Feuerzeug weggeschmissen? Ja. Ich kann. Komm Geist, zeig dich uns. Bist du hier? Geist, zeig dich.
Irgendwas mit Miller heißt du da, oder? Miller, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Die 5 ist einfach wieder weg. Nichts erkannt. Gib mir ein Zeichen. Klos! Oh, Geisterbox, Geisterbox. Und Alter, wir müssen nur die richtigen Satzzeichen sagen, ne? Wir müssen nur das Richtige sagen, ne? Wir könnten jetzt natürlich noch versuchen, von dem Geist ein Foto zu bekommen, also. Ich würde sagen, sicher gehen, wir brauchen Geld und Levels. Okay, dann haben wir. Wir haben 3 Dinger geschafft. Das wird ja reichen. Das ist ein Oni. Jo, ich muss noch eintragen. Geisterbox. Ey, das ist so erster Oni, ne? Hast du? Ja. Und wir haben gar keine Sanity verloren, diesen Auftrag. Also nicht wirklich. Na doch, ich hab 25% verloren. Ja, das ist nix. Wir waren schon schlimmer dran. Weißt du noch, die 10%? Yes. Wir haben bis jetzt erst, glaube ich, ein oder zweimal den Geist falsch gehabt. Glückwunsch, ich bin jetzt Level 11. Ich bin Level 10 jetzt. Einfach 100 Erfahrungspunkte erhalten. Ja. Gerade eben. Ich glaube, so können wir am schnellsten leveln, ne? Wenn wir nicht auf Risiko erstmal gehen. Ja, ich meine, wenn wir die 3 Clues haben und so gut wie alles haben, dann. Ja. So, ich glaube, ich spare erstmal. Wir haben ja das Wichtigste jetzt. Ich spare jetzt auch wieder. Wir haben ja das Wichtigste einfach. Kann ich eigentlich jetzt mal auch mal auswählen wieder? Nee, du kannst die jetzt auswählen. Fortgeschritten haben wir. Echt jetzt? Wahrscheinlich, weil wir auf Level 10 sind. Ich habe aber noch Anfänger. Anfänger, ich habe nur einen Fortgeschrittenen. Ne, 2. Wollen wir Rothaus nehmen? Oder Anguish Field? Lass mal das Roadhouse probieren, oder? Das Roadhouse. Okay, aber es ist fortgeschritten, ne? Oder wollen wir noch mal Anfänger jetzt einfach. Jo. Nächste Folge gibt's. Wir nehmen ein Farmhaus im Anfängermodus. Und das Farmhaus wieder. Oh. Bist du da nicht gestorben? Da bin ich schon 2-mal gestorben, ja. Aber auch immer so geil, ne? Ist der Geist doch einmal, da? Einmal durch den fetten Typ, der mich einfach hinterherläuft und auf einmal kam so ein nackter Gestell auf mich zugelaufen und hat mich dann umgebracht. Ich hab da einfach in der Ecke gestanden, Taschen einfach ausgehabt, auf einmal kommt er dann angerannt und ich sehe bloß das Licht flackern, ich sehe ihn einfach bloß vor mir. Oh mein Gott, ey. Wie spät haben wir es eigentlich? Wo ich euch mein Handy hingeworfen? Steam hat ja auch eine Uhr, oder? 21.33 Uhr. Oh. Oh, ne. Pff, Alter, wie ich. Ich gehe jetzt immer mit der Boombox rein und sag, gib mir ein Zeichen. Das andere hat aber bis jetzt gar nichts gebracht, ne? Vielleicht brauchen wir noch einen Hochdeutschen. Starke Taschenlampe. Thermofix. Salz. So kann ich gleich das 3-2 Sachen. Wir müssen Geistfoto. Oh, alleine. Okay, George Williams. Okay, das ist mit den jetzt kann das mit der Sprechbox schwieriger werden. Ja. Aber gut, das ist glaube ich noch räumisch alleine, ne? Ich glaube ja. George Williams, gib uns ein Zeichen. George Williams, hast du das gerade gehört? Ja, natürlich chillig, wenn der direkt hier im Raum daneben wäre, es wäre einfach übel chillig. 13 Grad? 14? Warte, habe ich gerade einen EFF-Signal bekommen? Das sah so aus, als ob das kurz auf 5 oder so hoch ist und dann wieder runter instant gegangen ist, aber ich glaube nicht, dass das ein. Guck mal, jetzt über den Fernseher, kann man den anmachen? Schade. Ich hätte glaube ich gerade schon wieder eine 2 gehabt, aber ich. Ich weiß, welches Haus das ist. Hier! 11, 10, wir in diesen Gang. 9. Ja, 5. Hier ist eine 5. Ich weiß, ich schätze auf den Boden. Hier ist eine 5 gerade gewesen. 7? 15. Also der ist hier vorne beim Holzhaufen.
Ich geh meine Kamera holen. Wir haben auf jeden Fall schon wieder. Also wir haben fast bei jedem Geist EMF5, also. Ich glaube, auf Leicht gibt es noch nicht so viele verschiedene, ne? Zum Beispiel den Poltergeist hatten wir noch gar nicht gehabt, ne? Den Dämon auch noch nicht. Den Dämon auch. Ich glaube, der Dämon könnte einer der schwierigsten vielleicht sogar sein, weil Dämon klingt für mich irgendwie so, ja. Dämon greifen häufiger an. Ich hab schon wieder vergessen, das scheiß Buch da drin reinzulegen. Ich habe die Seitsprung gemacht, keine Sorge. Also ich bin, als du gesagt hast, 11 Grad, ich bin gerade durch die Tür gekommen und habe instant EMF5 bekommen, ne? Ja. Instant. Teammitglied Geisterzeuge. Ich nehme Boombox mit. Ich leg das Buch da auch gleich rein, wenn ich jetzt die Kamera da hinstelle. Was nehme ich noch mit? Kannst du noch eine Kamera einstecken? Ja, habe ich. Ist eigentlich ganz gut, dass ich da mal den EMF hier dann auf den Boden schmeiße, weil dann wissen wir sofort, wenn der Geist wieder da ist und wann nicht. Das mache ich jetzt übrigens immer so, wenn wir den Geist. Ich nehme immer jetzt das Salzding mit, weil das kann auch gut knarzen. Moment. Oh, da hinten war das, ne? Wo ist die Tür? Gib uns ein Zeichen. Guck mal, ich stelle mal die erste Kamera hier auf. Gib uns ein Zeichen. Geist, kannst du ins Buch reinschreiben? George William? Oder hieß der eigentlich? Ah, hier, guck mal, da. Geisteratem. Ich hätte gerade Geisteratem. Da unten, kannst du Foto machen, da unten. Ja, ich hab die Kamera dabei. Ich geh mal kurz raus. Hast du gerade Licht ausgemacht? Nein. Ah, die steht. Also ich habe Geisteratem. Gefriertemperatur. Also EMF5 und Gefriertemperatur. Das muss wahrscheinlich wieder ein Phantom sein, habe ich das Gefühl. Alter, jetzt hat mich mein Hund erschreckt. Also du hast Gefriertemperatur, wir können mal gucken. Aber ja. Du hast mal Gefriertemperatur. Aber ist nicht sogar Phantom drin? Phantom? Ja, Phantom Banshee. Phantom oder Banshee ist es drin. Banshee vage Fingerabdrücke, ne? Und der Phantom war doch, glaube ich, der Buch, ne? Oder Geisterbox. Geisterbox habe ich dabei. Ich nehme Geister auf, oder das war's. Ich nehme jetzt mal die Taschenlampe für die Geister mit. Hallo, die Kamera ist einfach sowas von gut von mir aufgestellt worden, einfach. Wie steht meine? Die siehst du da hinten sogar. Hey! Man könnte sagen, man sieht den Raum. Also Orb scheint ja. Hast du dich gerade bewegt? Ja. Oder hast du das nicht gerade auch gehört, die Schritte? Nein, aber warte mal hier. Warte mal, Phantom wäre jetzt Geisterorb. Und Banshee sind Fingerabdrücke. Und da wir doch keine Geisterorbs haben, würde ich sicher, dass es einfach wirklich ein Banshee ist. Kommst du mit rein? Hast du die normale Kamera dabei? Wait. Weil ich kann noch irgendwas mitnehmen. Müssen wir den ausräuchern, den Raum? Nee, aber wir müssen ein Foto von dem Geist machen. Ja. Sowas hatten wir jetzt auch oft zu zweit. Aber jetzt, aber komm mal darauf zu reden, wenn der wirklich mal irgendwann hier raus kann, ne? Aus dem Haus an sich selber. Ich will dann einen Geisterring legen mit meinem Salz, ja? Ja, Gefriertemperaturen, ich hab sie hier gerade. Okay, Buch hat dann nix. Warte mal hier, wo ist meine Kamera eigentlich? Also was kann ich denn? Achso, genau, Fingerabdrücke können vielleicht. Hab keine. Wir müssen auf jeden Fall ein Foto von dem Geist machen, ne? Ja. Oh. Was denn, die Notfalltür? War das nicht die Tür, die eine mal auseinandergenommen hat? Nein, das war die da hinten. So, wie hieß der Geist nochmal? Was mit George Williams? George Williams. George Schweden einfach. Gib mir ein Zeichen. Ich leg mal die Boombox hier hin. Und geh einfach mal eine Tür raus.
Versuch mal mit ihm zu reden. George, irgendwie, gib mir bitte ein Zeichen oder rede mit mir. Oder, also, wie alt bist du? Warst du ein glücklicher Mensch zu deinen Lebzeiten? Frag mal einfach mal, wo, gib mir ein Zeichen. Da hat er vorhin bei mir auch mit Catch, mit Los geantwortet. Gib mir ein Zeichen. Ich seh den Geist nicht irgendwo vor mir, weil das wäre eigentlich gar nicht schick, weil dann könnte ich ein Foto von dem machen. Oh. EMF? Das ist sogar auf 5 hochgegangen. Gib mir ein Zeichen. Ja, wir haben wieder eine 5. Versuch nochmal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Oh, ich habe gerade Schritte irgendwo gehört. Ich durchsuche mal das Haus nach Fingerabdrücken hinten. George Williams, gib mir ein Zeichen. Die letzte war wenigstens cool, die hat hier eine Tür aufgemacht. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre der Geist da hinten, ne? Mit der Taschenlampe? Ja, das warst du da halt einfach dann. Ich dachte, das... Ja, aber die Tür geht nicht auf. Ich versuche es mal aufzumachen. Ne, die geht wirklich nicht auf. George Williams. Gib uns ein Zeichen oder sag uns, wie alt du bist. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? George Williams, du bist doof. Warum gibst du uns kein Zeichen? Ich habe auch keinen Geisteratem da mehr, ne? Ne. Gib uns ein Zeichen. Oder vielleicht soll ich die Kamera mal woanders aufstellen, vielleicht ein bisschen weiter zurücklegen oder so. Warte mal, ich habe hier Geisteratem. Hier habe ich wieder Geisteratem. George Williams, oh, das hat sich gerade was bewegt. Hier, der Stein auf dem Boden hat sich gerade bewegt. Ich glaube, wir haben wieder eine EMF-5, glaube ich. Ne, eine 3 haben wir nur diesmal. George, Geist von George, möchtest du dich für ein Fotoshooting kurz zeigen? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Oh, die Tür! Oh, oh danke. Das klappt doch immer wieder. Er war gerade hinter mir. Guck mal, die Tür ist schon wieder verwagt. Ja, gib mir ein Zeichen. Er war gerade hinter mir, ne? Ja, der hat ja auch das Licht ausgemacht. Das ist ein leiniger Geist, ja? George Williams. Ey, aber jetzt komme ich hier mal wieder raus. Zeig dich fürs Fotoshooting, bitte einmal, aber nur. Ich brauche nur ein Bild von dir. Wo? Gibst mir Geld. Wo bist du? Er hat mich aber wirklich gerade kurz gehandelt, das war das mal. Gib mir ein Zeichen. Was kann es sein? Geisterorb und? Geisterborg. Oder? Warte mal, was war? Wir hatten Banshee und. Fingerabdrücke und Geisterbox oder Geisterorbs müssten es sein, wenn dann. Ich glaube, der Geist wird nicht mit dir sprechen, wir müssen, glaube ich, Fingerabdrücke. Guck mal hier an die Tür oder so. Hab was! Weil... Lichtschalter! Fotografier einfach. Geh doch mal zum Lichtschalter. Bin ich. Kannst du warte fotografieren. Noch, schön. Perfekt. Warte mal, man sieht das einfach überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir haben es aber als Hinweis. Das heißt, es ist eine Banshee. Ein Banshee, ja. Alter, können wir froh sein, wenn ich alleine war. Banshees handeln jetzt hier, wenn es alleine ist. Der hat mich gerade gehandelt, da warst du gerade draußen, stand der immer hinter mir. Oh. Ich habe einfach hier draußen auch gerade die 4 Temperaturen gehabt, ne? Just say.
Hast du eingegeben? Ja. Irgendwie habe ich Angst vor unserer Ausrüstung, wenn wir einen Profi-Job annehmen. Ja, also Profi würde ich, also, ja, war ein Banshee, easy. $40, aber wir kriegen bei Profi auch mehr Geld. Und wahrscheinlich auch mehr Erfahrungspunkte, aber ich bin halt einfach, ich glaube, ich werde nicht noch einen Job machen, ich werde zum Beispiel offline gehen, weil ich morgen noch einmal früh raus muss. Jo, dann schau.